Hallo Freunde, heute mal wieder ein schönes Wettervideo. Das grüne Deckchen ist ausgerollt. Das Traditionsdeckchen, was mich eigentlich schon seit Kanalgründung begleitet. Wobei es ja eigentlich nicht mein Kanal ist, sondern eigentlich der vom Kameramann. Wir haben damals so ein bisschen gewettet, ob das nun funktionieren kann. Ob man YouTube-Star, will ich jetzt nicht sagen, aber ob man es schafft, einen Kanal zu monetarisieren. Und ich kann dazu sagen, der durchschnittliche Jugendliche schafft das nicht. Also entweder ihr macht ein, in meinen Augen, leicht peinliches Video und startet damit durch und die anderen, sage ich jetzt mal, Deppen abonnieren euch wie wild, aber eure Enkel werden dieses Video vielleicht auch sehen. Und wenn ich schon so leicht angezickt werde wegen meinen dummen Videos, was hat dann jemand zu erwarten, der irgendeine Peinlichkeit davor führt? Bedenkt, dass im Netz wahrscheinlich sich so etwas nie wieder löschen lässt. Also ich sage jetzt nochmal, mit ganz normalen Videos wird in meinen Augen schwer. Wir konnten ja auch bloß so relativ viele Videos machen, weil ich einen relativ großen Fundus habe mit Hieb- und Stichwaffen und ich glaube, wir haben noch nicht mal alle vorgestellt. Und Messern, also inzwischen sind es schon mehrere Kisten mit Taschenmessern, Messern, wo meine Vorliebe eher so Richtung schöne Taschenmesser geht. Ja, Militärwaffen müssen es nicht unbedingt sein, obwohl diese alten Bajonette mit Holzgriff etc. gefallen mir auch. Damit haben wir früher in meiner Jugend Fechtübungen vollführt. Deswegen sahen sie auch so ein bisschen angeratzt aus. weil die eben sehr stabil sind, diese großen langen Bajonette. Aber ich muss auch sagen, wir haben damals so etwas auch zum Pilzesuchen verwendet. Weil Messer ist ein Gebrauchsgegenstand und sollte für irgendwas Friedliches verwendet werden. Und nicht vorzugsweise, um sich damit gegenseitig blutrünstig abzustechen. Das ist die Katze. Guck mal in die Kamera. Das bringt Klicks. Um nochmal darauf zurückzukommen, also es macht ziemlich viel Arbeit, um viele Abonnenten zusammenzubekommen. Und Waffen, Messer etc. ist ja auch ein bisschen speziell. Also ich glaube, eine Frau, die sich im Bikini vor die Kamera stellt, schafft es mit einem Video mehr Abonnenten zu bekommen, als ihr mit Messervideos mit 100 Stück oder so. Also die Relation. Ne? Ja, es macht Arbeit. Arbeit aber, die Spaß macht und eigentlich Hobby ist, und Hobby ist nicht Arbeit. Also, wenn andere mal schimpfen, sie stecken so viel Arbeit rein. Nee, das ist mir keine Arbeit, das ist mir ein Bedürfnis, das ist ein Hobby. Und das macht ja auch in meinen Augen auch Spaß. Und wenn du zu viel Arbeit reinsteckst und du nicht genug damit erreichst, machst du irgendwas falsch. Dann steckt weniger Arbeit rein. Dann macht es wieder Spaß. No? Also so ist meine Denkweise dabei. Weil man wird nicht mit profimäßigen Kameramännern mithalten können. Dann wird es wirklich Arbeit und dann, ich glaube nicht, dass man mit einem super High Definition super Video jetzt so viel, sag ich jetzt mal, Abonnenten bindet oder bekommt, also nicht mit Messern. Also wie gesagt, dahingestellt, ich habe jetzt ein bisschen weit ausgeholt, das ist jetzt das vierte Jahr, wo wir ernsthaft da ein bisschen Videos machen. Und wenn man sich mehr befleißigt und regelmäßiger arbeitet, so dass andere wirklich danach die Uhr stellen können, dass freitags ein Video rauskommt oder sonntags, dann denke ich nochmal, geht das schneller. Ich sage jetzt mal mit ernsthaften Videos. Und nicht unbedingt, so müsst ihr euch das vorstellen. Wie gesagt, jetzt fehlen aktuell noch 10 bis 11 Leute. Ui, das hätte auch die Kamera sein können. 10 bis 11 Leute und dann habt ihr die 1000 voll und dann schauen wir mal, wie viel 5,50 Euro euch dann
YouTube überweist, das dauert ja noch ein paar Monate, bis die den Kanal da geprüft haben, bla bla bla. Bis dahin haben schon wieder 100 Leute deabonniert. Miau! Also Leute, Katzenfutter. Also Trockenfutter vielleicht. Miau! Ey, hast du eine Wanne bekommen? Was soll denn das? Weil Nassfutter fressen Katzen bis zum sprichwörtlichen Erbrechen. Also, ne? Da geht immer noch was rein, ne? Jo. Ganzen Tag fressen, vorne rein, hinten raus. Miau, miau, miau. Und spielen und die Gardinen sehen aus. Alles wird abgeräumt, was irgendwo steht, ne? Ja. Jo, 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 jo. Na, da kann man ihnen aber auch nicht böse sein. So. Ich habe ja immer gesagt, im nächsten Leben bin ich eine Katze, ne? Eine Katze in einem reichen Haushalt. Ja, du willst ja auch mal zum Tierarzt, ne? Ein schönes Spritzchen, ja. Na ja, Schluss jetzt. So, wo waren wir stehen geblieben? Kanalmonetarisierung. Diese verdienten 5,50 Euro werden dann sofort in ein mindermäßiges China-Messer investiert. Habe ich ja vorgestellt. In meinen Augen immer noch ein feines Teil. Ne? Schreibt es mal in die Kommentare. Also ich glaube, die Dinger gibt es auch bei Amazon. Schreibt es mal rein, wie teuer. Und ich zeige euch jetzt noch ein anderes. Wir quatschen ein bisschen, ihr kommt näher ran und dann haben wir alle Spaß. Und ich stecke auch nicht zu viel Arbeit in meine Videos hinein, mit denen ich dann zu wenig verdiene. Vielleicht reicht sie auch für Katzenstreu. Wir werden uns überraschen lassen. So, das Deckchen ist wie gesagt ausgerollt. Ja, der Händler hat mir noch eine mindermäßige Tasche mitgegeben. Bin ich jetzt nicht sauer drüber, das ist natürlich nicht die Originale. Aber bei mir liegen die Messer in Kisten. Hauptsächlich und oxidieren da vor sich rum. Und da ist es dann besser, sie stecken in irgendeiner Hülle drin, wegen, ihr wisst ja, Kratzer. Und wenn man mal drin rumwühlt. Und nun schauen wir uns mal ein schönes Messer an, was ich da auf dem Bohlenmarkt entdeckt habe. Auch dieses ist schon ein bisschen angeranzt und liegt schon da eine Weile rum. Also das sind die Vorführmesser, sage ich jetzt mal. Das ist die Katze, die hier unten spielt. Naja, die Vorführmesser, die da am Stand hängen. Und die bekomme ich dann immer relativ günstig. So, das ist sehr massiv. Boah. Und hat hier so ein Emblem drauf. Ich weiß gar nicht, bezieht sich das auf irgendeine Firma? Oder schaut mal her, ihr kennt euch da besser aus. Vielleicht passt das wieder zu irgendeiner japanischen Fernsehserie. Keine Ahnung, ist das Merch? Weiß ich nicht. Naja, wer weiß. Cooler wäre es gewesen, wenn es im Dunkeln leuchten täte, dieses Emblem. Tut es aber nicht. Nö. Gut. So. Und dann kann man es öffnen. Und das geht relativ schwer. Das habe ich auch am Stand schon gemerkt. Also ihr müsst dazu noch ein bisschen ausholen mit der Hand. Das ist nicht federunterstützt. Wahrscheinlich müsste man vielleicht die Schraube ein bisschen drehen. Und, ach, das ist ja, naja, die Klinge hat ganz, ganz leichtes Spiel, aber fühlbar. Ganz typisch, ne? 3 mm hier oben. Klingenrücken. Ansonsten eine sehr moderne Form. Ich sag jetzt mal, so eine angespitzte Tanto-Klinge. Auch wieder so, nicht diesmal geschwärzt, sondern mehr so die Optik titanisiert, sage ich jetzt mal. Ob das was Haltbares ist oder auch bloß Lack, kann ich gar nicht sagen. Aber in meinen Augen ist das kein Lack. Nee, das ist kein Lack. Die Klinge ist äußerst schmattelig. Haben wahrscheinlich schon 100 Leute beim Fingern in der Hand gehabt. Und ich werde deswegen jetzt Corona bekommen. Übrigens trägt in Polen keine Sau mehr eine Maske. Nur deutsche Touristen, wenn sie rüberkommen. So, selbst beim Einkaufen im Supermarkt nicht. Naja, okay, Freunde, schaut mal. Also ich finde, das ist eine schöne Klinge. Massiver Klingen. Wie sagt man, Seitenbacken hier, die hier drauf montiert sind, alles mit kleinen Torx-Schrauben geschraubt. Die Torx-Schrauben, die waren sogar früher mal poliert, die glänzen nämlich. Nun ist eine Staubschicht drauf. Ja, gefällt mir und aufgerufen waren dafür mal 12 Euro. Was habe ich nun zusammen bezahlt? 19 und 12? Das sind 21 Euro? Boah. Ach Quatsch, 21, 31?
bezahlt habe ich auch, ja, ganz schön viel weniger. Ein schöner Rabatt. So, gefällt mir. Siehste? Würde man jetzt sagen, gut gekauft. Das gefällt mir eigentlich. Also, wie gesagt, hier mal ein bisschen drüber geputzt. Die Schrauben sind wirklich poliert und profiliert. Also alles nicht so einfach. Nur hier oben. Also ich sage jetzt mal so, die sind alle flach, diese Schrauben, und versenkt. Aber bei diesem blöden Gürtelclip, da sind das dann hier so Linsenkopfschrauben in der Richtung. Nee, aber auch alles mit Torx. Also ich sag mal so, das Klingenspiel lässt sich vermindern, indem man hier einfach mal ein bisschen festzieht. Clip, da gehen ja sowieso die, wie sagt man, Geister auseinander. Muss sein, muss nicht sein. Oh, also der ist relativ weich. Also der ist nicht super straff. Aber ich meine, das Ding steckt ja trotzdem in die Tasche. Und das sichert das eigentlich nur an der Oberkante Tasche, damit man es auch schneller rauszotteln kann. Diesen Job wird es tun. Ihr werdet es deswegen auch nicht verlieren. Das war jetzt wohl so mal dahingestellt. Muss ich jetzt wirklich diesen blöden Clip demontieren, um diesen dämlichen uralten Aufkleber abzubekommen? Nein, nein, kriege ich ihn drunter hervor? Nee. Es bleibt bei diesen dämlichen Aufklebern immer so ein dummer Rest unten dran. Naja, ich täte es ja als Händler genauso machen. Ich würde ja auch überall Preisschildchen ranmachen. Das fördert einfach den Kauf, wenn der Kunde sofort weiß, was aufgerufen wird. Und dann kann man ja noch schön ein bisschen rumfeilschen. Das geht übrigens auf dem Polenmarkt. Zeigt nicht zu viel Interesse, seid zögerlich. Also bei mir ist ja dort bekannt, dass ich Videos mache. Ich sollte eigentlich mal fragen, ob ich diesen lustigen Stand mal filmen kann. Aber Leute, da ist immer ein mindermäßiges Schummerlicht. Ich glaube, ohne Scheinwerfer würde man da gar nichts sehen. Und dann sind da auch so große Regale aufgebaut, sage ich jetzt mal, wo allen möglichen Krimskrams drin ist, was halt des jugendlichen Herz begehrt. Und es liegt alles im Schatten. Also man kann da schlecht was filmen. Ich meine, da gibt es ja von Airsoft bis irgendwas. Bloß bei Airsoft ist ja Vorsicht, ob dem mit diesen F-Zeichen da, ob das denn wirklich so ist, dass die abgenommen sind. Also ob sich da der Importeur oder Exporteur die Mühe gemacht hat, diese Waffe testen zu lassen, weiß ich nicht. Oder ob da einfach nur dieses F-Zeichen draufgedruckt wird. Also da habe ich noch nie eine gekauft. So, wir machen jetzt mal diesen Schnitttest. Mal schauen, was dieses Messer kann. Also die Klinge ist ja nicht wunderweiß zum Schneiden geeignet. Im Endeffekt habt ihr hier unten eine Klingenlänge von nicht mal ganz 5 cm. Also, naja. Naja, wie zu erwarten war. Also von der Richtung geht es nicht. Nein, es ratzt nicht. Nein. Nein. Nee. Also, Freunde, scharf ist was anderes. Es ist auch kein Stahlname hier oben drauf hinterlegt. Also, das könnte billigster 420er Stahl sein. Nee, 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 nee. Und hier so Stichtest funktioniert, weil diese Klinge ja in dem Sinne vorne regelrecht angespitzt ist. Also sie rastet beim Zustechen sofort ein. Also als Stichwaffe sehr gut zu gebrauchen, um jetzt zu den Steinpilz, um dem Steinpilz den Rest zu geben, sage ich jetzt mal. Ja, das kann das Messer. Ich weiß nicht, ob das als Pilzmesser durchgeht. Feststellbare Klinge, ihr wisst Bescheid. Und auch nur. Ja klar, doch mit Schwung einer Handbewegung, zack, dann flippert es auf. Wir werden das nochmal vor der Kamera probieren. Das schafft die Kamera nicht. Zack, also es geht mit ein bisschen Schwung. So, erfahrungsgemäß ist es ja auch so, dass sich die Klinge noch ein bisschen einarbeitet. Weil auch hier, wie ich gerade sehe, ist die Klinge in Kunststoff. Unterlegscheiben gelagert und naja.
Jetzt schaue ich bloß mal gerade so. Da muss ich noch mal kurz schauen. Ja. Die auf der Feder, die ihr hier seht, ist eine kleine Kugel, sage ich jetzt mal, aufgesetzt. Diese rastet ein bisschen beim Schließen des Messers in die Klinge ein, hörbar. Zack. So ein bisschen, aber es reicht nicht aus, um das Messer im geschlossenen Zustand in irgendeiner Art und Weise zu sichern. Das finde ich. Ah ja, ihr seht es hier. Das ist gefährlich, Freunde. Hier. Ja, das Ding brauchst du nicht mal auf Flippern hier hinten. Also den Flipper, sage ich jetzt mal, diesen kleinen Dorn, den braucht ihr nicht. Ihr wackelt kräftig mit dem Messer und es schnappert auf. Also das, Leute, das ist leicht mindermäßig in meinen Augen. Ich will kein Messer haben, was in der Hosentasche sich aus Versehen öffnet. Nur weil ihr mal kurz gerannt seid oder sonst irgendwas und ihr werdet euch die Finger aufschlitzen und im Extremfall kriegt ihr es auch nicht aus der Hose, weil das Ding schon da leicht in euren Beinen eingespickt hat. Also, ich finde Messer besser, die eine Arretierung haben, ne, dass es Schnapp macht und das Ding ist zu. Ich hoffe, ihr habt mich jetzt verständlich ausgedrückt. Von einer mittigen Lagerung des. Der Klinge kann hier keine Rede sein. Guck dich das an. Hier. Also das Ding liegt voll an. Also hier ist nichts mittig gelagert. Ja. Also das ist ein ganz typisches China-Messer. Äußerst schon eingestaubt. Na gut, ich habe es auch sehr billig bekommen. Es war drinnen mal spiegelglatt, also spiegelblank. Das sieht man. Also es müsste normalerweise gereinigt werden, vorzugsweise in ein Ultraschallbad. Das ist besser und schonender für so ein Messer. Und die Chinesen haben auch ein Problem, solche Embleme hier so mittig einzusetzen, dass nicht eine Kante hochsteht. Also das können die nicht. Also ich sag mal so, High Definition Endklasse, sage ich jetzt mal, ist anders. Naja, aber man sollte von so einem billigen Taschenmesser auch nicht zu viel erwarten. Ich denke mir mal, das ist ganz normal Alu, die Seitenbacken, die so ein bisschen titanisiert sind in der Optik her oder eloxiert. Das wird euch auch relativ schnell zerkratzen. Hier sind doch schon ein paar Riefen drin. Aber wie gesagt, das Dingens, das hing da an dem Laden, an so einer Magnetleiste. Und das ist bloß ein Vorführmodell. Ich denke mir mal, das letzte, was noch da war von der Sorte. Weil, ich weiß nicht, da hätte ich auch im neuwertigen Zustand nicht 12 Euro für bezahlt. Also auf den Zehner hätte ich das runtergehandelt, ganz locker. Mehr sollte so ein China-Ding nicht kosten. Ich glaube, Herstellungskosten 1,50 Euro oder so. Wovon der Arbeiter 0,0001 Cent bekommt, weil er davon 5000 Stück am Tag zusammenstanzt. Also, gebt euch da keine Illusionen hin. Schön, okay. Aber ansonsten für gut befunden, die Klinge, die muss eben leicht geschliffen werden. Und dann könnte man das nehmen. Und wenn es dann trotzdem verlustig wird, ist es nicht schlimm, weil es ist bloß ein China-Messer. Aber die Optik hat mir eigentlich gefallen. Diese, ups, moderne Optik. Mitzi, was machst du hier unter dem Tisch? Also ist alles okay. Nochmal als Gesamt. Bild präsentiert. No. Die KI könnte das jetzt zum Beispiel als Thumbnail nehmen. So. So. Das lassen wir mal 3 Sekunden, Freunde. Das ist doch ein schönes Bild, oder? Wenn die KI schlau ist, nimmt sie das als Thumbnail automatisch. Hat es bei mir nicht geschafft. Meistens ist meine Hackfresse gleich direkt zu sehen, damit auch alle wissen, von wem dieses schaurige Video ist. Aber ich sag mal so, als Arbeitsmesser oder so könnte man das schon in die Arbeitstasche stecken oder um mal irgendwo Pakete aufzuschlitzen, ist es gut geeignet. Das macht's auch. Ich bin zufrieden. Ich habe wenig Geld dafür bezahlt. Freue mich deswegen.
Und werde auch beim nächsten Mal wieder einen von diesen Messerläden aufsuchen. Oder Messerläden sind es ja nicht, das sind Marktstände. Und es lohnt sich auch mal einen Seitengang aufzusuchen, wo nicht mehr so viel Betrieb ist, weil da lässt sich natürlich viel besser feilschen. So, Katze, jetzt weiß ich, was du hier entdeckt hast. Schluss mit lustig. Also eine kleine Mieze findet alles, was irgendwo auf dem Boden herumzottelt. Naja. Ach. Gut, Freunde. Das war's. Ein langes Video für ein kleines Messer. Wir hatten alle Spaß. Tschüss, Freunde.